In all den Jahren an der Seite meines Freundes Sherlock Holmes haben wir gemeinsam unzählige gefährliche Fälle gelöst. Doch nur selten wurden wir mit einer solchen Kaltblütigkeit konfrontiert wie im Falle der drei Dieven. Ihren Anfang nahmen die Ereignisse an einem leblich kalten Oktobermorgen des Jahres 1892. Unser letzter Fall lag noch keine 24 Stunden zurück und es hatte ganz den Anschein, als wäre der Tag der Ruhe und dem Müßiggang vorbehalten. Was ist das nur für ein Lärm, Holmes? Selbst bei diesem dichten Nebel benehmen sich manche Leute, als gehöre ihnen die Straße allein. Unerhörte Jammer. Was soll's? Haben Sie mir überhaupt zugehört, Holmes? Ich würde darauf wetten, dass jeden Augenblick ein neuer Klient an die Tür klopft. Schicken Sie ihn weg. Bitte? Was sagten Sie? Schicken Sie ihn weg. Tja, aber wieso denn? Ich verstehe nicht. Ist Ihnen in den letzten Monaten einmal aufgefallen, mit was für banalen Anliegen sich die Leute mittlerweile an mich wenden? Ja, es geht kaum noch darum, gefährliche Kriminelle hinter Schloss und Riegel zu bringen. Stattdessen soll ich untreuen Ehemännern hinterher spionieren. Ja, das ist aber sehr wichtig, Holmes, sehr wichtig. Was? Oder schnöde Betrugsangelegenheiten aufklären? Können Sie sich vorstellen, wie mich diese Aufgaben langweilen? Ja, schön, Holmes, schön. Aber das erklärt immer noch nicht, warum Sie einen Fall ablehnen wollen. Das Gesetz der Wahrscheinlichkeit. Wie meinen? Das Gesetz der Wahrscheinlichkeit. Also, was für ein Unsinn ist das nun wieder? Kein Unsinn, Watson, aber ich will es Ihnen erklären. Wir haben soeben einen ungewöhnlich anspruchsvollen und zugleich gefährlichen Fall gelöst. Das stimmt. Die Chance, dass wir eine ähnlich herausfordernde Aufgabe in so kurzem Abstand erneut gestellt bekommen, tendiert gegen null. Deshalb schicken Sie ihn weg. Ach, Holmes, jetzt kommen Sie wieder zur Vernunft. Hören Sie, unser neuer Auftraggeber hat bereits das Haus betreten. Wir können ihn doch nicht einfach wieder fortschicken. Ja, und ob ich das kann? Aber Sie wissen doch noch nicht einmal, was sein Anliegen ist. Also, jetzt ist es aber genug. Noch entscheide immer noch ich, wann und von wem ich einen Fall übernehme. Ganz wie Sie wollen, Holmes, ganz wie Sie wollen. Ich werde unserem Gast sagen, Sie seien leider unpässlich und sehen sich außerstande, einen neuen Fall anzunehmen. Halt! Warten Sie! Ich habe meine Meinung geändert. Diesen Gast müssen wir unter allen Umständen empfangen. Also, ich habe mich wohl verhört, Holmes. Vor 2 Minuten sagten Sie, ich solle den Klienten fortschicken und jetzt war... Habe ich meine Meinung geändert? Sie stehen gerade. Wären Sie bitte so freundlich zu öffnen? Ach, manchmal sind Sie launenhaft wie eine Diva, Holmes. Wenn Sie damit auf das Attribut Divus anspielen wollen, so muss ich Ihnen leider sagen, dass mir alles Göttliche fern ist. Vor der Tür stand ein alter Mann, der sich schwer auf einen Spazierstock mit silbernen Knauf stützte. Das Haar war ungeachtet des unübersehbar hohen Alters voll und fiel ihm bis auf die Schultern seines kostbaren, dunklen Wollmantels. Im Gesicht stachen unzählige Falten um die Augen- und Mundpartie hervor. Es erinnerte an die zerklüftete Küstenlinie eines norwegischen Fjords. Die Augen jedoch waren die eines jungen Mannes und leuchteten in einem intensiven Saphirgrün. Bitte verzeihen Sie, ist das hier das Apartment von Sherlock Holmes? Sehr wohl. Und mit wem haben wir das Vergnügen? Monsieur Etienne, kommen Sie doch herein. Watson, lassen Sie den Mann doch nicht im Türrahmen stehen. Ja, natürlich, aber wo habe ich nur meine Manieren? Bitte nehmen Sie Platz, Sir. Darf ich Ihnen vielleicht einen Brandy anbieten? Oh, da sage ich sicherlich nicht nein. Vielen Dank. Holmes, ich würde es nun sehr begrüßen, wenn Sie mir unseren Gast vorstellen würden. Ja, dieser Gentleman hier ist niemand anderes als der hochangesehene Monsieur Etienne Rabot. Sie sagen das so, als müsste ich diesen Namen bereits schon einmal gehört haben. Ja, allerdings. Jeder Musikliebhaber wird diesen Namen nur mit dem größten Respekt im Munde führen. Er ist einer der besten Violinvirtuosen unserer Zeit. Und, wie ich betonen darf, vor vielen Jahren mein Lehrer. Ja. Sie beschämen mich, Sherlock. Das ist nun so lange her. Aber wenn ich Sie jetzt...
nach all der Zeit wieder vor mir sehe, so erfüllt mich ein gewisser Stolz. Aus dem jungen Knaben von einst ist ein stattlicher Mann geworden, dem die Gesellschaft mit Achtung und Respekt begegnet. Ich dagegen war all die Jahre nur ein Musiker mit ein klein wenig Talent, einer unter vielen. Mit Verlaub, mein lieber Etienne, Sie waren und sind einer der wenigen großen Musiker unserer Generation. Ach, Sherlock, lassen wir doch diese Worte. Die Musik ist die einzige Sprache der Welt, mit der man nicht lügen kann. Befleißigen wir uns lieber des Violinspiels. Da sind wir beide noch immer voll auf einer Meinung. Ich bin zu Ihnen gekommen, lieber Sherlock, weil ich Ihre Hilfe benötige und niemand anderen kenne, der imstande wäre, mir zu helfen. Nun machen Sie mich aber neugierig. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So viele ungeheuerliche Dinge sind in den vergangenen Tagen geschehen. Ich schlage vor, Sie beginnen ganz am Anfang, damit wir uns ein Bild davon machen können, was Sie zu uns geführt hat. Ja, das dürfte am sinnvollsten sein. Alles begann auf einer Auktion. Ich begleitete meinen alten Freund Mortimer Dorset. Er war ein ebenso großer Musikliebhaber wie ich. Mortimer, wo führst du mich denn hin? Wir sind nun schon fast eine Stunde unterwegs und das zu Fuß. Nur noch ein klein wenig Geduld. Wir haben es gleich geschafft. Da ist es auch schon. Wir sind am Ziel. Ich verstehe nicht ganz. Das ist der Bahnhof King's Cross. Wollen wir verreisen? Wir sind nicht umsonst in King's Cross. Das wirst du schon bald wissen. Komm, gehen wir hinein. Ach, wenn du meinst. Ah, dort drüben. Da ist es. Wir sind da. Bitte, ich verstehe nicht ganz. Da steht es. Heute große Versteigerung. Die britische Eisenbahngesellschaft lädt Sie herzlich zur alljährlichen Versteigerung vergessener und zurückgelassener Gepäckstücke ein. Sämtliche Erlöse gehen an eine wohltätige Einrichtung im Großraum London. Eine Versteigerung? Was um Himmels Willen sollen wir hier? Ich habe kein Interesse daran, die abgelegten Kleidungsstücke eines Handelsvertreters oder den Schwingkoffer einer alten Jungfer zu ersteigern. Du wirst sehen, das wird sicherlich ein heiterer Nachmittag. Schnell, suchen wir uns einen Platz. Die Versteigerung kann jeden Augenblick beginnen. Ah, dort drüben, da sind noch zwei freie Plätze. Wer hätte das gedacht? Der Saal ist voll. Solche Veranstaltungen scheinen beliebt zu sein. Jetzt geht es los. Wenn ich um Ruhe bitten dürfte. Vielen Dank. Es freut mich außerordentlich, Sie in so großer Zahl willkommen zu heißen. Verlieren wir keine Zeit und kommen wir gleich zu unserem ersten Objekt. Ja, also bis zu diesem Punkt kann ich noch nichts Ungewöhnliches an Ihrer Geschichte erkennen, Monsieur Rabot. Jetzt seien Sie doch nicht so ungeduldig, Watson. Ich bin mir sicher, es wird seinen Grund haben, warum uns Monsieur Rabot von dieser Auktion berichtet. Ach, wer hätte denn ahnen können, welches Unglück meinen Freund danach ereilen würde? Zunächst nahm die Veranstaltung den üblichen Gang. Ganze Wagenladungen an Regenschirmen und vergessenen Kleidungsstücken wechselten in den kommenden Stunden den Besitzer. Ich wollte endlich den stickigen Saal verlassen. Aber dann, als die Versteigerung fast zu Ende war... Wir kommen nun zum letzten Stück unserer Versteigerung. Zum Schluss haben wir etwas Besonderes für Sie aufgehoben, aber sehen Sie selbst. Etienne, siehst du das? Der Assistent trägt einen Violinenkoffer auf die Bühne. Du hast recht. Sollte da jemand sein Instrument im Zug vergessen haben? Was für ein Musiker muss das bloß sein? Ich nehme an, es war ein Vergesslicher. Aber umso besser für uns. Ich werde mitbieten. Vielleicht befindet sich ja ein kleines Schmuckstück in dem Kasten. Es gelang Mortimer, das Instrument zu ersteigern. Seine Freude darüber war groß. Leider schwand die Euphorie sehr schnell und es trat Ernüchterung ein.
Die Violine war in einem desolaten Zustand und bedurfte dringend grundlegender Reparaturen. Dazu war das Instrument allenfalls von durchschnittlicher Qualität. Und was führt Sie nun zu uns, Sir? Ist Ihrem Freund die Violine gestohlen worden? Ich denke, das Problem ist anderer Natur. Gehe ich da fehl in meiner Annahme, Monsieur Etienne? Nein. Ach. Mein alter Freund Mortimer weilt nicht mehr unter uns. Er wurde in der vergangenen Nacht in seiner Wohnung ermordet. Die Haushälterin fand ihn heute Morgen. Und Sie sind sich sicher, dass er ermordet wurde? Es hat ganz den Anschein. Sein Gesicht war grün und blau, als ob er vor seinem Tod misshandelt worden wäre. Wieso nehmen Sie an, dass diese abscheuliche Tat in einem Zusammenhang mit der ersteigerten Violine stehen könnte? Schließlich könnte Ihr Freund ebenso gut das Opfer eines Raubmordes geworden sein. Dagegen sprechen einige Dinge, die am Tatort gefunden wurden. So? Was könnte denn das gewesen sein? Ja, da waren zum einen die vielen Bücher, die sich allesamt mit Instrumenten und geschichtlichen Ereignissen beschäftigten. Sie nahm fast seinen gesamten Schreibtisch in Beschlag. Ach, das ist ja sehr interessant. Sehen Sie, das habe ich in der Aufregung noch gar nicht erwähnt. Das Instrument war überhaupt nicht im Hause, sondern zur Reparatur bei einem Geigenbauer. Das bedeutet, der Mörder hat sein eigentliches Ziel nicht erreicht. Wissen Sie vielleicht, in welche Werkstatt die Violine gebracht wurde? Oh ja, das weiß ich tatsächlich. Nur fürchte ich, dass auch der Mörder weiß, wo sie zu finden ist. Sie meinen, das war der Grund, warum man Mortimer Dorset misshandelt hat, um ihm zu verraten, wo sich die Violine befindet? Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. Doch ich bin mir ziemlich sicher, dass es so gewesen ist. Mortimer hat kurz vor seinem Tod noch etwas geschrieben. An seinen Fingern fand man Tintenreste. Außerdem wurde aus einem Notizblock in großer Eile eine Seite entfernt. Ja, in diesem Falle ist davon auszugehen, dass die Adresse des Geigenbauers hierauf notiert wurde. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie der Knabe Sherlock mit seinen Detektivspielen begann. Dabei hat sich mir das eine oder andere eingeprägt. So auch die Tatsache, dass sich eine Nachricht durch das Papier in die darunterliegende Seite drücken kann. Man braucht nur einen Bleistift, um die Worte lesbar zu machen. Ich bin beeindruckt, schwer beeindruckt. An Ihnen scheint ein wahrer Detektiv verloren gegangen zu sein. Das hätte ich mir denken können. Was denn? Dass Sie sich bereits im frühreifen Knabenalter als Detektiv gesehen haben. Früh übt sich, was ein, Meister werden will. Ja, Watson, lassen wir das jetzt. Monsieur Etienne, haben Sie die Adresse bei sich? Aber natürlich. Hier ist sie auch schon. Dann sollten wir keine weitere Zeit verlieren. Wir wissen, dass der Täter kein Mittel scheut, um an sein Ziel zu gelangen. Ja, Watson, worauf warten Sie? Nehmen Sie Ihren Mantel und rufen Sie eine Droschke. Wie, was denn? Sie wollen jetzt? Ja, ich komme ja schon. Ja, aber beeilen Sie sich. Ein Verbrechen harrt seiner Aufklärung. Viel Glück, Sherlock. Holmes war wieder in seinem Element. Jegliche Lethargie war von einem Augenblick auf den anderen von ihm abgefallen. Die Fahrt durch den dichten Londoner Nebel dauerte nur wenige Minuten und endete vor einem unscheinbaren, etwas heruntergekommenen Ladenlokal. Im Schaufenster war ein buntes Sammelsurium unterschiedlichster Instrumente zu bestaunen. Und wie geht es nun weiter, Holmes? Es ist bereits spät und um diese Zeit arbeitet doch hier niemand mehr. Watson, wir haben noch nicht einmal den Türklopfer in die Hand genommen und Sie denken bereits an Rückzug. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, also, na dann, aber was ist denn das? Die Tür ist lediglich angelehnt. Ja. Schnell, sehen wir nach. Vielleicht wird unsere Hilfe benötigt. Ja. Ach du meine Güte. Wie sieht's denn hier aus?
Das Ladenlokal ist durchsucht worden. Ja. Ja. Durch den Vorhang geht es in die Werkstatt. Ja, ja, ja. Ich nehme an, Ihren Revolver haben Sie gerade nicht zu antworten, was? Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir in Lebensgefahr geraten müssen. Also in meiner Gegenwart sollten Sie auf alles gefasst sein. Das wissen Sie doch. Hier, nehmen Sie mal diesen Besenstiel. Falls wir angegriffen werden, können Sie ihn als Waffe verwenden. Nicht unbedingt die erste Wahl. Seien Sie doch nicht so pingelig. Dafür ist jetzt nicht der richtige Moment, verdammt nochmal. Also hier, hinter dem Vorhang, da sieht's ja noch schlimmer aus als vorne im Laden. Ja. Holmes, dort hinter dem umgeworfenen Schreibtisch, da liegt doch jemand. Ja, in der Tat. Lassen Sie den Besenstiel fallen. Schnell, Watson, helfen Sie mir, den Schreibtisch beiseite zu schaffen. Ja, ich bin schon dabei. Ja, also. Und los. Und gleich. Sir, das haben wir gleich. Halten Sie einen Moment still, Sir. Die Fesseln sind Sie gleich los. Vielen Dank. Das war doch selbstverständlich. Was haben Sie um diese Zeit eigentlich in meinem Laden verloren? Es ist mitten in der Nacht. Wie sind Sie überhaupt hier hineingekommen? Ja, ganz einfach. Die Tür war nur angelehnt. Mr. Clearwater. Benjamin Clearwater. Aber Sie sind doch nicht durch puren Zufall vorbeigekommen, Mr. Holmes. Sherlock Holmes. Mr. Clearwater, wir befinden uns auf der Suche nach einer Violine, die vor kurzem hier in Reparatur gegeben wurde. Ich bekomme ständig Instrumente zur Reparatur. Ob allerdings die Violine, die Sie suchen, noch hier ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Sie sehen ja, wie es hier aussieht. Ja, in der Tat. Sagen Sie mal, was ist eigentlich geschehen? Das kann ich Ihnen sagen. Einen Moment bitte. Ich bin sofort bei Ihnen. Guten Abend, Sir. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich suche eine Instrumente. Eine ganz bestimmtes Instrumente. Dann hoffe ich, dass Sie in meinem Geschäft fündig werden. Was für ein Instrument suchen Sie denn? Eine Violine. Hervorragend! Ich habe eine große Auswahl. Nein, es ist keine von denen. Sagen Sie mir endlich, wo sie ist. Andere Instrumente habe ich nicht. Wenn Ihnen keines zusagt, dann... Stranzo, ich habe genug. Ich weiß wirklich nicht, was Sie wollen. Sie könnten meine Einnahme haben, wenn es das ist. Eine Antwort blieb mir der Fremde schuldig. Natürlich. Stattdessen schubste er mich in die Werkstatt und fesselte mich mit einigen Stricken, die er dort fand. Dann begann er, die Räume zu durchsuchen, ohne jegliche Rücksicht auf die Einrichtung. Das sieht man, ja. Maledetto! Na schön, du willst es mir nicht verraten. Was jetzt kommt, hast du dir selbst zuzuschreiben. Ich werde es schon aus dir herausbekommen. Was wollen Sie denn mit dem Messer? Um Gottes Willen, ich weiß es doch nicht. Bitte, ich... Verdammt, das ist sie. Ich nehme den halben Laden auseinander und dann liegt sie hier einfach offen herum. Der Fremde griff sich den Koffer von wahrscheinlich eben jener Violine, die auch Sie suchen. Ohne den Inhalt zu überprüfen, nahm er den Kasten mit sich. Ja, ja. Er ließ mich gefesselt und geknebelt auf dem Fußboden liegen zurück. Mein Mitgefühl, Sir. Ja. Eine merkwürdige Geschichte, Holmes. So etwas ist mir noch nie zuvor passiert. Was ist an einer alten und unansehnlichen Violine so wertvoll, dass der Mann bereit war, mich zu ermorden? Diese Antwort muss ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt leider schuldig bleiben. Allerdings bin ich mir mittlerweile sicher, dass sich die Begehrlichkeiten des Fremden nicht vorrangig auf das Instrument richten. Ah ja, und wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann hat der Fremde den Instrumentenkasten gestohlen und somit auch die Violine. Eben nicht. Im Koffer befand sich zwar ein Instrument, aber nicht jenes, das alle Welt zu suchen scheint. Ach, wie kam es dazu, dass sich eine andere Violine in dem Koffer befand? Nun, das Instrument ist in einem desolaten Zustand. Um ehrlich zu sein, ist der Koffer beinahe wertvoller als die Violine. Ich wollte nicht, dass der Innenteil Schaden nimmt oder seine Form verliert. Also legte ich für die Zeit der Reparatur ein anderes Instrument hinein. Aha. Tja, und wo befindet sich denn nun das gesuchte Stück, Sir? Einen Moment, ich hole es. Manchmal arbeite ich abends noch am Küchentisch in meiner Wohnung. Ich bin sofort wieder da. Was halten Sie von der ganzen Angelegenheit, Holmes? Tja,
Wenn ich das nur wüsste, Watson. Ach, Sie wissen es nicht. Nein, noch kann ich nicht sagen, wohin die Reise geht. Hier haben wir sie. Wie Sie sehen können, wirklich keine Schönheit. Nein. Also, allerdings, und dafür musste ein Mensch sein Leben lassen. Also, das ist ja kaum zu glauben. Dürfte ich mal sehen? Natürlich, selbstverständlich. Danke. Ja, das gute Stück hat schon bessere Zeiten gesehen und außerdem ist sie von der Fertigung her höchstens gehobener Durchschnitt. Was machen Sie denn da, Holmes? Was wollen Sie denn mit der Zange? Um Gottes Willen! Wissen Sie eigentlich, wie lange es dauert, einer Violine neue Saiten aufzuziehen? Ganz zu schweigen, sie neu zu stimmen. Ja, ja, ich habe eine ungefähre Vorstellung davon, aber wenn ich meine Vermutung überprüfen will, führt kein Weg daran vorbei, die Saiten zu lösen und einen Blick ins Innere zu werfen. Verstehen Sie? Ich verstehe nicht, Holmes. Geduld, Watson, Geduld! Nun wollen wir mal sehen, welches Geheimnis sich im Inneren dieses unscheinbaren Instruments versteckt. Ja. Da ist etwas. Ich kann es mit den Fingerspitzen ertasten. Wie bitte? Hier ist es. Was haben Sie denn da in der Hand, Holmes? Ein vergilbtes Stück Papier. Ah ja? Es befand sich versteckt im Bauch dieser Violine. Es war sorgfältig mit der Rückwand verleimt und von außen nicht sichtbar. Ja, wer bitteschön versteckt Papier in einer Violine? Und vor allem warum? Das Warum beantwortet sich fast von allein. Man wollte verhindern, dass dieses Schriftstück für jedermann zugänglich ist. Ja, schon gut. Aber was steht denn drauf? Sehen wir uns das Papier mal genauer an. Hier steht, wer die Spur der drei Dieven finden will, muss mein Inneres nach außen kehren. Bitte? Das klingt für mich wie ein dummer Jungenstreich. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, was damit gemeint sein könnte. Einen Augenblick noch. Dann wissen wir hoffentlich mehr. Mein Gott, Holmes! Was ist nur in Sie gefahren? Warum zerstören Sie sie? Moment mal, was ist denn das? Die innenliegende Seite der Violine ist mit der Zeichnung eines Gebäudes verziert. Wie kommt die Zeichnung dorthin? Was hat das zu bedeuten, Mr. Holmes? Dies, meine Herren, ist der wahre Grund für den Überfall auf Sie, Mr. Clearwater. Und wahrscheinlich auch für den Mord an Mortimer Dorset. Aber Mortimer Dorset kann unmöglich von dieser Zeichnung gewusst haben. Die Violine wurde in einem Zug vergessen. Der ursprüngliche Besitzer ist unbekannt. Vermutlich ist es dem Mörder gelungen, den Weg, den dieses Instrument genommen hat, zu rekonstruieren. Es gelangte schließlich zu Mortimer Dorset und über diesen hierher. Tja, und das alles wegen einer versteckten Tuschzeichnung. Was soll die eigentlich darstellen, Holmes? Ein altertümliches Herrenhaus. Ah, ein Herrenhaus. Gut und schön, aber was soll das alles? Eins nach dem anderen. Unsere nächste Aufgabe wird es sein, dieses Herrenhaus zu finden. Aber wer sagt Ihnen, dass dieses Gekritzel tatsächlich eine Bedeutung hat? Und wir nicht dem Hirngespinst eines eigensinnigen Geigenbauers hinterherjagen? Deduktion, Watson. Deduktion? Ja, das wissen Sie doch. Warum versteckt jemand eine Zeichnung in einem Instrument? Weil er möchte, dass diese vor den Blicken Unbeteiligter verborgen bleibt. Wenn die Zeichnung lediglich der Fantasie des Malers entsprungen wäre, dann wäre der ganze Aufwand absurd. Völlig absurd. Sie werden sehen. Unser Herrensitz wird sich bald als sehr real herausstellen. Ach, und Mr. Clearwater? Ja, Mr. Holmes? Ihnen empfehle ich, das Geschäft für einige Tage zu schließen und zu verreisen. Wenn der Unbekannte bemerkt, dass er nicht der richtigen Violine habhaft werden konnte, wird er Ihnen sicherlich, ja, einen weiteren Besuch abstatten. Wir verließen das Geschäft von Mr. Clearwater und begaben uns wieder in die Baker Street. Nachdem Holmes bei Mrs. Hudson um eine große Kanne Tee gebeten hatte, stopfte er seine Pfeife und untersuchte die Zeichnung genauestens. Währenddessen begann ich, die unzähligen Folianten über die Schlösser und Herrensitze der britischen Insel nach Hinweisen auf die tatsächliche Existenz des alten Gemäuers zu durchforsten. Schnell machte sich erste Resignation breit.
als mich ein freudiger Ruf von Holmes aufschrecken ließ. Ja, was haben wir denn da? Wirklich ein interessantes Versteck für einen weiteren Hinweis. So, Sie glauben immer noch an diesen Unfug. Ich habe. Ohne jeglichen Hinweis. Nur Geduld. Kommen Sie mal her und schauen Sie, was ich entdeckt habe. Ach. Da, in diesem Fenster hier oben ist eine Inschrift verborgen. Ich sehe nichts. Sie ist mir nur aufgefallen, weil ich das Bild mit einer Lupe untersucht habe. Nehmen Sie mal die Lupe und sehen Sie selbst. Ja, geben Sie doch mal her. Moment mal. Tatsächlich steht dort etwas. Hinter meinen starken Mauern verborgen ruhen drei Königinnen und warten auf ihre Rückkehr ins Licht. Tja, können Sie etwas mit diesen kryptischen Sätzen anfangen? Oh ja, das kann ich in der Tat. Hier wird erneut davon gesprochen, dass etwas vor anderen versteckt ward. Außerdem bekommen wir wieder einen Hinweis darauf, wo wir unsere Suche fortsetzen sollen. In eben jenem Haus, das wir hier vor uns sehen. Was mit den starken Mauern kann nichts anderes gemeint sein. Und Sie wollen dorthin reisen, Holmes? Wir wissen doch gar nicht, ob wir wirklich auf der richtigen Spur sind. Und was soll das eigentlich immer wieder mit diesen drei Dieben und jetzt Königinnen? Watson, ich habe eine Vermutung. Ah ja? Geben Sie mir doch bitte mal den dicken roten Folianten dort. Den oder den hier? Hier, den. Ach, den hier. Hier, die Geschichte der Musik. Also, wie soll uns denn dieses Werk weiterhelfen? Im Laufe der Jahrhunderte gab es immer wieder Instrumente, die von Meistern ihres Fachs erschaffen wurden und Berühmtheit erlangten. Stradivari zum Beispiel. Zum Beispiel. Diese Arbeiten erfreuten sich großer Beliebtheit und waren sehr bald von immensem Wert. So ist es sicherlich nicht verwunderlich, dass solche Meisterwerke gestohlen oder vor den Augen der Öffentlichkeit verborgen gehalten wurden. Wenn ich mit meiner Annahme nicht fehlgehe, haben wir es hier mit einem solchen Fall zu tun. Instrumente, die einmalig gefertigt sein dürften und einen einzigartigen Klang aufweisen. Tja, und von was für Instrumenten reden wir denn hier? Mit ziemlicher Sicherheit dürften es ebenfalls Violinen sein, die seit langer Zeit als verschollen gelten. Tja, ich muss Ihnen recht geben. Irgendwie klingt Ihre Argumentation doch logisch. Ich werde mich dann eben weiter durch diese staubigen Wälzer quälen. Ist das denn möglich? Sehen Sie mal, Holmes, Sie haben wieder mal recht gehabt. Ich sagte Ihnen ja, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, bis wir diesem düsteren Gemäuer auf die Schliche kommen würden. Wenn Sie gestatten, war ich bisher doch ein wenig skeptisch, aber jetzt besteht keinerlei Zweifel mehr daran, dass wir tatsächlich einem geheimnisvollen Rätsel gegenüberstehen. Lassen Sie uns doch mal sehen, was über dieses Schloss zu lesen ist. Ja, ja, ja. Hier, Avenor Castle. Seit 400 Jahren der Stammsitz der Familie Avenor. Ja, Familie. Das Anwesen liegt in den schottischen Highlands. Naja, keine kurze Reise, in der Tat. Viel interessanter als die Lage des Hauses finde ich allerdings, wer als Besitzer vermerkt ist. Ein gewisser Sir Geoffrey Avenor. Mhm. Also, mir ist der Name nicht geläufig. Also, wenn Sie sich beim Lesen der Zeitung nicht immer nur auf die Sportergebnisse konzentrieren würden, sollte Ihnen dieser Name etwas sagen. Sir Geoffrey war Botschafter Ihrer Majestät in Italien. Das uns vorliegende Werk ist nicht mehr auf dem neuesten Stand, natürlich. Sir Geoffrey ist vor kurzem verstorben. Ach ja? Ja, leider. Sein Sohn Thomas durfte nun der Eigentümer des Anwesens sein. Von meinem Bruder Mycroft ist mir bekannt, dass der junge Avenor ebenfalls im diplomatischen Dienst tätig ist. Ja, aber nun genug geschwatzt. Alles Weitere können wir unterwegs besprechen. Watson, ich schlage vor, dass wir uns gleich morgen früh auf den Weg nach King's Cross machen. Nach dieser Ankündigung war Holmes zu keinem weiteren Gespräch bereit. Ich zog mich auf mein Zimmer zurück, um etwas Schlaf zu finden. Doch meine Nachtruhe sollte nur von kurzer Dauer sein. Um 4 Uhr morgens stand Holmes komplett angekleidet in meiner Tür und wies mich darauf hin, dass unser Zug in anderthalb Stunden King's Cross in Richtung Edinburgh verlassen würde. Überhastet und ohne Frühstück machten wir es auf den Weg zum Bahnhof.
Was ist denn, Holmes? Ja. Stimmt etwas nicht? Ja, ja, Watson. Ich habe ein ungutes Gefühl. Sagen Sie, haben Sie in all der Eile diesmal an Ihren Revolver gedacht? Natürlich, Holmes. Hier in meiner Manteltasche. Jederzeit bereit. Gut so. Ich hoffe, wir werden ihn nicht brauchen. Sind Sie nun eigentlich bereit, mir zu verraten, was Sie in Ihrem Wälzer entdeckt haben? Ja, wenn mich nicht alles täuscht, sind wir auf der Suche nach 3 Violinen von unschätzbarem Wert. Vor gut 30 Jahren gingen sie in den Wirren der italienischen Einigung verloren. Verloren? Hm. Vermutlich wurden die Instrumente gestohlen und dann an einem unbekannten Ort versteckt. Gestohlen und ja, von wem und warum? Ich hege einen Verdacht. Ah ja. Ich vermute, dass der Dieb die Violinen versteckt aus dem Land schaffen musste. Gleichzeitig wollte er einen Hinweis hinterlassen, wo er sie verstecken wolle. Also dazu dienten die Hinweise im Bauch der Violine. Übrigens habe ich mit der Haushälterin von Mr. Dorset telegrafiert. Der Haushälterin? Wozu denn? Ich wollte genauer wissen, welche Bücher er vor seinem Tod studierte. Ah ja. Und was konnte die Gute Ihnen berichten? Nun, seine Nachforschungen konzentrierten sich auf 2 Themengebiete. Das waren die Geschichte Italiens und die Musikwissenschaften. Ah, Dorset hatte also einen Verdacht, was sich in der Violine verbarg? Vielleicht stellte er aber auch nur allgemeine Nachforschungen über das Instrument an. Tja, was ich aber immer noch nicht begreife, ist, wie diese vermaledeite Violine überhaupt in den Zug gelangt ist, in dem sie später gefunden wurde. Naja, wie auch immer. Ja, bitte? Wünschen die Herrschaften eine Tasse Tee? Oh, das klingt ganz hervorragend. Was meinen Sie, Holmes? Ja, ich schließe mich Ihnen gerne an. So, bitte sehr. Ah, vielen Dank. Vielen Dank, Sir. Hier ist Ihr Geld, guter Mann. Ja, stimmt, Sir. Danke, danke. Oh, vielen Dank, Sir. Ach, das ist genau das Richtige, um einen Lebensgeister zu wecken. Ja. Herrgott Holmes, Sie haben mir die Tasse aus der Hand geschlagen. Sehen Sie nur, wie ich aussehe. Och, der gute Tweed, alles nass. Was soll denn das? Ich denke, ich habe Ihnen soeben das Leben gerettet. Wie bitte? Ja, haben Sie es denn nicht gerochen? Nein. Der Tee ist vergiftet. Was? Ja, man hat gerade versucht, uns auf heimtückische Weise umzubringen. Und nun kommen Sie. Es wird höchste Zeit, wenn wir diesen Giftmischer noch in die Finger bekommen wollen. Gift? Sind Sie sicher? Wer sollte uns denn ermorden wollen? Höchstwahrscheinlich dieselbe Person, die auch Mr. Dorset auf dem Gewissen hat. Wir sind... Lassen Sie mich mal durch hier. Ja. Ohne, dass wir es bemerkt haben, verfolgt worden. Ich komme. Man war der Meinung, uns im Zug beseitigen zu können, Watson. Bitte? Der Täter glaubt sicherlich, wir hätten alle Rätsel bereits lösen können und wollte die Lösung nun auf unkomplizierte Weise in seinen Besitz bringen. Ich verstehe, Holmes. Einen Moment, Holmes. Sehen Sie nur. Dort in dem Abteil, da liegt jemand. Ohne Zweifel, der wirkliche Teeverkäufer dieses Zuges. Ja. Für ihn kommt wahrscheinlich jede Hilfe zu spät. Wir müssen diesen Kerl zu fassen bekommen. So. Wo ist weiter? Kommen Sie. Ja. Na? Dort, da ich sehe ihn. Seine Uniform ist nicht zu übersehen. Ich frage mich, wo dieser Kerl nur hin will. Es gibt doch hier keine Fluchtmöglichkeit. Ja, seien Sie sich dessen nicht so sicher, Watson. Verdammt, was war denn das? Er hat die Notbremse gezogen. Sind Sie in Ordnung, Watson? Ja, es scheint alles heil geblieben zu sein. Verdammt! Er ist nicht mehr im Zug und dürfte bereits über alle Berge sein. Sehen Sie mal. Ja? In diesem ausgedehnten Waldstück werden wir ihn nicht mehr zu fassen bekommen. Tja, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als unsere Reise fortzusetzen. Ja. Als ob nichts geschehen wäre. Ja, wir haben keine andere Wahl. Außerdem werden wir bald schon erneut Gelegenheit bekommen, unseren mörderischen Freund zur Strecke zu bringen, wenn wir Glück haben sollten. Musik.
weitere Zugreise verlief ereignislos. Von Inverness aus mussten wir den Rest unserer Reise mit einer Kutsche bestreiten. Schnell ließen wir die letzten Außenposten der Zivilisation hinter uns und gelangten in die atemberaubende Landschaft des schottischen Hochlandes. Nach einigen Stunden in dem zugigen Gefährt konnten wir in der Ferne Evener Castle ausmachen. Keine Sekunde zu früh, denn der Wind hatte aufgefrischt und ein Sturm kündigte sich an. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch, trocken an unser Ziel zu kommen, Holmes. Tja, auch ich bin sehr froh, endlich am Ziel zu sein. Und wir konnten uns einen Vorteil verschaffen, Watson. Dadurch, dass der Unbekannte den Zug weit vor uns verlassen musste, wird er erst nach uns hier eintreffen, nicht wahr? Also, wir müssen diese Zeit unbedingt dazu nutzen, unsere Suche auf dem Schloss fortzusetzen. Dazu müssen wir erst mal den Hausherrn überzeugen, Holmes. Wer weiß, mit was für einem Zeitgenossen wir es zu tun bekommen werden. In dieser Hinsicht bin ich zuversichtlich. Ah ja, wie immer, ja. Wenn Sir Thomas Avenor auch nur ein wenig nach seinem Vater kommt, dürfte es kein Problem sein, ihn zur Zusammenarbeit zu bewegen. Sir Geoffrey war ein ausgesprochen angenehmer Zeitgenosse. Sein Tod hat mich sehr betrübt. Wie denn? Sie kannten den alten Sir Geoffrey Avenor? Das haben Sie niemals erwähnt, Holmes. Wir sind uns auf ein oder zwei Veranstaltungen des Außenministeriums begegnet. Ah. Ja, mein Bruder bat mich in der Vergangenheit gelegentlich an solchen, Festivitäten teilzunehmen. Bei einer solchen Gelegenheit lernten wir uns kennen und führten einige sehr geistreiche Gespräche miteinander. Ja, Sir Geoffrey war ein ausgesprochener Kenner der politischen Verhältnisse in Südeuropa. Geistreiche Gespräche, ja. Also, es gelingt Ihnen immer wieder aufs Neue, mich zu verblüffen. Immer wenn ich denke, Sie zu kennen, Holmes, zaubern Sie eine neue, noch unbekannte Facette aus Ihrem Hut. Ich versichere Ihnen, niemand kennt mich besser als Sie, Watson. Holmes. Na, wenn Sie meinen. Nun ja. Aber, Spaß beiseite. Sehen Sie mal, was ist denn das dort für ein seltsames Gebäude unterhalb des Schlosses? Wenn mich nicht alles täuscht, dann dürfte dies der Ort gewesen sein, an dem im Mittelalter Recht gesprochen und vollstreckt wurde. Das sogenannte Galgenhaus der Burg. Ah ja, was für ein unheimlicher Gedanke, ein derart bedrohliches Gebäude zu einem solchen Zweck zu errichten. Läuft es einem ja heiß und kalt den Rücken runter. Naja, keine Sorge. Unser Ziel liegt dort oben. Sehen Sie, ja? Wir haben endlich den Burgberg erreicht. Tja, aber wir können scheinbar das Anwesen wohl nur über eine Zugbrücke erreichen. Ja, da wären wir schon. Machen wir dem Schlossherrn unsere Aufwartung. Ach, oh, meine Glieder, sie sind von der langen Fahrt. War noch ganz steif. Ja, Sie sagen es. Tja, vor noch wenigen Stunden hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass es diesen düsteren Kasten wirklich gibt. Die Natura wirkt da noch weniger einladend, als es auf der Abbildung der Fall war. Naja, dann machen wir uns mal bemerkbar. Machen wir uns bemerkbar. Wollen wir nur hoffen, dass dieser Steinklotz auch bewohnt ist. Die Kutsche ist nämlich schon wieder abgefahren, Holmes. Selbst im Falle, dass der Hausherr nicht anwesend sein sollte, werden solch große Anwesen von Bediensteten in Schuss gehalten. Das wissen Sie doch, Watson. Das weiß niemand. Aber ich bitte Sie, Sie müssen sich also keine Sorgen machen, die Nacht womöglich unter freiem Himmel verbringen zu müssen. Und wenn mich nicht alles täuscht, höre ich bereits Schritte. Die massive Tür wurde mit einem energischen Ruck geöffnet. Und wir sahen uns einem großen, hageren Mann unbestimmten Alters gegenüber. Er fixierte uns mit einem Blick, als ob er gerade beobachtet hätte, wie ein besonders ekelerregendes Insekt unter einem Stein hervorgekrochen wäre. Sie wünschen? Sir Thomas hat mir für den heutigen Abend keine Besucher angekündigt. Es ist ein kurzfristiger Besuch. Wir müssen Sir Thomas in einer äußerst wichtigen Angelegenheit sprechen. Sir Thomas empfängt keine ungeladenen Gäste. Ich habe strikte Anweisungen, niemand ohne vorherige Einladung ins Haus zu lassen. Hören Sie, wir haben den weiten Weg von London nicht umsonst hierher gemacht, um uns vom Butler des Hauses verweisen zu lassen. Bitte,
geben Sie Ihrem Dienstherrn diese Karte. Und ich bin mir sicher, er wird in unserem Fall eine Ausnahme machen. Schön. Ich werde Ihrem Wunsch entsprechen. Doch das ändert gar nichts. Warten Sie hier. Ohne ein weiteres Wort ließ uns der Butler an der Tür zurück und verschwand mit Holmes Karte im Dunkel der Eingangshalle. Es vergingen nur wenige Minuten, bis er hochroten Kopfes zu uns zurückkehrte. Sir Thomas lässt bitten, wenn Sie mir bitte folgen wollen. Ohne ein weiteres Wort an uns zu richten, wurden wir durch ein Labyrinth von Korridoren, Stiegen und Treppen geführt. Unser Weg endete vor einer imposanten Tür aus dunklem Holz. Wir betraten einen Raum, dessen einzige Lichtquelle ein enormer Kamin darstellte, der eine komplette Wand des Zimmers einnahm. Es waren keine Fenster vorhanden. Der Boden war mit dicken Teppichen belegt, in denen man förmlich zu versinken drohte. Alle übrigen Wände wurden von Bücherregalen gesäumt, die mit abertausenden Bänden bis unter die Decke gefüllt waren. Um den Kamin herum war eine kleine Sesselgruppe drapiert. Vor dem Feuer stand ein knapp 40-jähriger Mann in einem dunklen, offenbar maßgeschneiderten Anzug. Die Haare waren mit Pomade streng nach hinten gekämmt. Die Augen schienen förmlich zu glühen und blickten uns neugierig entgegen. Kommen Sie nur herein, meine Herren. Es ist mir eine große Ehre, solch berühmte Persönlichkeiten in meinem Haus begrüßen zu dürfen. Ich bitte Sie, Hurst, das rüde Betragen zu entschuldigen. Aber selbstverständlich. Es ist mir eine ausgesprochene Freude, Ihre Bekanntschaft zu machen, Sir Thomas. Sie sind natürlich meine Gäste. Nehmen Sie Platz. Oh, ja. Danke schön. Ja, danke. Holmes, Sie da und ich hier? Nein, ich hier und Sie da. Na ja. Hurst, bringen Sie uns bitte einen Brandy. Sehr wohl, Sir. Ich bin erst seit weniger als einer Woche wieder auf Evanor Castle. Zuvor war ich lange Zeit in Indien. Dort erreichte mich die Nachricht vom Tod meines Vaters. Es gibt viele Angelegenheiten zu regeln, die meine volle Aufmerksamkeit erfordern. Wie ich den Zeitungen entnehmen konnte, ist Ihr Vater in Italien verstorben. Mein Beileid im Übrigen. Als er dort seine Funktion als Botschafter ausübte. Sie sind gut informiert, Mr. Holmes. Aber Sie haben sicherlich nicht die lange Reise von London hierher unternommen, um mit mir über das Leben meines Vaters zu plaudern. Ja, in gewisser Hinsicht doch. Ich möchte Ihnen ein paar Fragen über Ihren Vater stellen, wenn Sie erlauben. Ah, bitte. Wir sind auf der Suche nach etwas, das sich höchstwahrscheinlich auf diesem Schloss befindet. Nun machen Sie mich aber neugierig. Fragen Sie mich, was immer Sie wollen. Danke. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Da sind Sie ja endlich, Hurst. Oh, ein ausgezeichneter Tropfen. In der Tat. Danke, Hurst. Das wäre dann alles. Wie Sie wünschen, Sir. Wo waren wir noch gleich? Bei Ihrem Vater. Ich will offen zu Ihnen sein, Sir Thomas. Es gibt Grund zu der Annahme, dass Ihr Vater während seiner Zeit in Italien etwas in seinen Besitz brachte, was ihm nicht gehörte. Sie bezichtigen meinen Vater des Diebstahls? Ich bin unangenehm überrascht, Mr. Holmes. In London hat man Sie mir als Gentleman beschrieben. Es waren damals unruhige Zeiten in Italien. Die Absichten Ihres Vaters liegen im Dunkeln. Ja, darüber habe ich auch nicht zu richten. Aber ich bin mir sicher, dass er 3 Instrumente von unschätzbarem Wert außer Landes geschafft hat. In London ist deshalb bereits ein Mann zu Tode gekommen. Instrumente, sagen Sie? Ja. Was sollten das für Instrumente sein? Nun, es handelt sich vermutlich um 3 Violinen. Wir sind durch eine versteckte Botschaft in einer anderen Violine darauf aufmerksam geworden. Es gab einen eindeutigen Hinweis darauf, dass die Instrumente auf Evanor Castle versteckt sind. Das könnte den eigenartigen Brief meines Vaters erklären. Er kündigte darin ein Paket an, das mir von einem Vertrauten geschickt werden würde. Wenn ich es erhielte,
würde ich schon bald wissen, was zu unternehmen sei. In dem Brief lag ein zweites Schreiben mit lauter Kauderwelsch. Ja, ja, allmählich fügt sich ein Mosaiksteinchen zum anderen. Ich erkenne aber noch keine Zusammenhänge, Holmes. Der angesprochene Vertraute von Sir Geoffrey reiste mit der Violine von Italien nach England. Im Zug wurde sie dann aus unerfindlichen Gründen zurückgelassen, oder es gab einen anderen wichtigen Grund, warum sie dort zurückblieb. So landete sie über Umwege in Besitz des armen Mr. Dorset. Der Mörder muss ebenfalls auf die Idee gekommen sein, dass sie im Zug zurückgeblieben war und sah in der Auktion die letzte Chance, eine erkaltete Fährte wieder aufzunehmen. Also, besagte Violine war eigentlich für seinen Sohn bestimmt, der sicherlich keine Probleme gehabt hätte, den Herrensitz anhand der Zeichnung zu identifizieren. Gentlemen, das ist ja kaum zu glauben. Sir Thomas, wäre es möglich, dass ich das erwähnte Kauderwelsch aus dem zweiten Schreiben Ihres Vaters in Augenschein nehmen durfte? Warten Sie. Es ist hier, in der Schublade. Hier ist es. Na dann. So, dann wollen wir mal sehen, was wir hier haben. Ja. Und Holmes, ergibt der Inhalt für Sie einen Sinn? Nur Geduld, Watson. Hier steht, ja? An einem Ort, an dem dich die Muse küsst, ruht das Erdengestirn. Über das Rund verteilt glitzern die Juwelen der Königin. Der hellste aller Diamanten verrät, wie es weitergeht. Tja, wieder ein Rätsel. Das wir schleunigst zu lösen haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Mörder bereits auf dem Weg hierher ist. Uns läuft die Zeit davon. Nehmen wir uns also den Brief Zeile für Zeile vor. Watson, was für Orte kennen Sie, an denen Sie von der Muse geküsst werden könnten? Nun ja, da gäbe es zunächst einmal das Theater. Eine andere Möglichkeit wäre ein Museum oder eine Galerie. Nein, nein, ich denke, es ist keiner dieser Orte. Keiner? Das Atelier eines Malers kann ein solcher Ort sein. Genauso wie das Konzert eines begnadeten Musikers. Ja, Watson, ja. Ja? Sie sind ein Genie, ist es. Ja, also, wie ich begreife nicht. Sir Thomas, gibt es auf Avenor Castle ein Musikzimmer oder dergleichen? Ja, es gibt ein solches Zimmer. Es liegt im Ostflügel des Hauses. Aber nach meinem Kenntnisstand wird es schon seit langer Zeit nicht mehr genutzt. Wir können uns sofort auf den Weg machen. Ich habe immer mehr das Gefühl, meinen Vater nicht bekannt zu haben. Kaum vorstellbar, dass niemand aus der Familie wusste, was er wirklich in Italien gemacht hat. Sein Ruf als ausgezeichneter Diplomat steht außer Frage. Nur, es hat den Anschein, dass er sich außerhalb seiner Arbeit gänzlich anderen Dingen widmete. Sir Evener ergriff einen mehrarmigen Kerzenleuchter und verließ mit zügigen Schritten die Bibliothek. Wir folgten ihm auf dem Fuße. Unterwegs begegneten wir dem Butler Hurst, der sich unserer kleinen Prozession nach einigen knappen Worten seines Dienstherrn anschloss. Waren die Zimmer und Flure, die wir anfangs durchquerten, noch tadellos, so bemerkte ich nach einiger Zeit eine stetig wachsende Staubschicht auf Möbeln und Böden. Es war eindeutig, dass diese Räume niemand mehr bewohnte. Nach einigen Minuten stoppte der Hausherr vor einer schmalen Tür. Gentlemen, geben Sie mir den Leuchter, Sir. Ich gehe als Erster hinein. Das nenne ich ein Musikzimmer. Ja. Mit dieser Auswahl an Instrumenten lässt sich problemlos ein halbes Orchester ausstaffieren. Ja. Schauen Sie mal, Holmes, ein Klavier. Ja. Da ist eine Pauke da und mehrere Gitarren, Violinen und Hörner. Und ja, die Instrumente sind in einem einwandfreien Zustand und nicht mit Staub bedeckt. Es hat ganz den Anschein. Ja. Hurst, wissen Sie, ob Vater öfters hierher kam? Davon ist mir nichts bekannt. Aber Ihr Herr Vater war bei seinem letzten Aufenthalt sehr verschlossen und sprach kaum mehr als das Notwendigste.
Wir müssen diesen Raum genauestens durchsuchen. Also, wenn ich mich recht entsinne, Holmes, sind wir auf der Suche nach einem Erdengestirn. Exakt. Wissen Sie was, Watson? Ja, was denn? Das Erdengestirn ist unser Planet. Ja, und ein Globus ist nichts anderes als eine kleinere Darstellung davon. Jawohl. Und sehen Sie noch, Holmes, was dort hinten in der Ecke steht? Ja. Ein Globus. Ja, richtig. Richtig. Sehen wir ihn uns genauer an. Also. Ein ganz gewöhnlicher Globus. So hat es jedenfalls den Anschein. Wie lauten die nächsten Worte? Moment. Über das rund verteilt glitzern die Juwelen der Königin. Der hellste Diamant verrät, wie es weitergeht. In dem Globus sind keinerlei Diamanten eingelassen. Was könnte mein Vater nur gemeint haben? Ich denke, die Juwelen stehen als Metapher für etwas besonders Kostbares, das hier zu sehen sein muss. Ja, aber der Globus ist aus keinem wertvollen Material gefertigt. Und welche Königin ist eigentlich gemeint? Sir Geoffrey dürfte die britische Königin im Sinn gehabt haben. Das ist naheliegend. Wir suchen also nach etwas, das sich im Besitz der Krone befindet. Watson, Sie versetzen mich in Erstaunen. Wenn wir auf diesen Globus schauen, was sehen wir dort? Ja, jede Menge Länder, Kontinente und Inseln, die im Besitz der Königin sind. Ja, und? Nehmen wir einmal an, mit den Juwelen sind die Kolonien des Empire gemeint. Dann stimmt es tatsächlich, dass sie über den ganzen Erdball verteilt liegen. Also wenn wirklich die Kolonien gemeint sind, Holmes, dann kommt für den hellsten Diamanten eigentlich nur ein Ort in Betracht. Welchen Ort meinen Sie? Indien natürlich, Sir. Indien. Welche andere Kolonie sollte wichtiger für Ihre Majestät sein? Bitte, Holmes, schauen Sie sich doch Indien einmal genauer an. Ja, bringen wir den Globus in Bewegung. Natürlich, mein Freund. Da haben wir es schon. Asien mit dem indischen Subkontinent. Und? Steht dort etwas? Ja, Sie hatten den richtigen Riecher, Watson. Hier ist tatsächlich ein neues Rätsel verborgen. Aber die Schrift ist sehr klein, kaum lesbar. Watson, Lupe. Hier, in Ihrer Manteltasche, Sir. Ja, danke. Wie immer. Ja, mit ihr sollte zu entziffern sein, was dort geschrieben steht. Da haben wir sie schon. Ah, viel besser. Interessant. Also hier steht, Ali Babas Höhle liegt hinter dem Orient verborgen. Folge dem Blick des Prinzen zum Wächter des Tores. Tja, da haben wir das erste Rätsel gerade gelöst und schon stehen wir vor dem nächsten. Diese Worte ergeben noch weniger Sinn als die Zeilen in dem Brief. Sollen wir unsere Suche nun etwa in Asien fortsetzen? Der erste Satz legt dies nahe. Hinter dem Orient gelangen wir nach Indien und Südostasien. Ein sehr großes Gebiet, wenn Sie mich fragen. Unsinn. Die Lösung ist hier in diesem Raum zu finden, Watson. In diesem Raum? Ja. Also im Moment streikt leider mein Denkapparat ein wenig. Es könnte daran liegen, dass ich seit Stunden nichts mehr gegessen habe. Ach, ein Lachstoast wäre jetzt das Richtige. Watson, dass Sie immer und überall nur ans Essen denken müssen. Warten Sie. Das ist es. Hinter dem Orient. Ganz genau. Es ist im Grunde ganz einfach. Was haben Sie entdeckt, Sir Thomas? Es gibt tatsächlich etwas Orientalisches in diesem Raum. Sehen Sie diesen Wandteppich dort? Ja. Mein Vater brachte ihn von einer seiner Reisen mit. Er erwarb ihn auf dem Bazar von Bagdad. Und Bagdad liegt... Natürlich im Orient. Wenn man es erst einmal durchschaut hat, dann ist es wirklich mehr als offensichtlich. Nehmen wir den Teppich von der Wand und sehen nach. Aber das kann doch gar nicht sein. Ich war mir so sicher. Aber hier ist nichts. Einfach gar nichts. Außer massivem Mauerwerk. Haben Sie wirklich gedacht, Ihr Vater würde es uns so einfach machen? Sie haben die zweite Zeile vergessen. Wie war doch gleich das Rätsel? Ali Babas Höhle liegt hinter dem Orient verborgen. Folge dem Blick des Prinzen zum Wächter des Tores. Also schön. Machen wir uns auf die Suche nach einem Prinzen. Ich habe den Eindruck, dieser Teil des Rätsels ist schwieriger zu entschlüsseln. Tja, allerdings, ich sehe hier zumindest keine Bilder oder Büsten von irgendwelchen Prinzen oder sonstigen gekrönten Häuptern. Da muss ich Ihnen widersprechen, Watson. Es gibt durchaus einen Prinzen in diesem Raum. Wie bitte? Nur ist diese Person kein wirklicher Prinz. Der Titel ist nur ein Spitzname, unter dem er allerdings weltberühmt wurde. Also, Holmes, nehmen Sie mich nicht auf den Arm.
Ich kenne die Gesichter der Königsfamilie. Und ein falscher Prinz ist mir zumindest aus der englischen Historie nicht bekannt. Dann darf ich Ihren Blick auf das große Porträt an der Wand lenken. Eben dort ist der Mann zu sehen, von dem ich spreche. Also, meine Augen sind immer noch gut genug, um zu erkennen, dass auf dem Bild zwei Frauen zu sehen sind, die sich in einem Ruderboot von der Küste entfernen. Es scheint, als würden sie vor einer Gruppe englischer Soldaten flüchten, die am Ufer zu sehen sind. Gut beobachtet. Aber bei einer der beiden Damen liegen sie leider falsch. Ach. Ja, eine der beiden ist niemand anderes als William Edward Stuart, besser bekannt unter dem Namen Bonnie Prince Charlie. Auf dem Bild sehen wir eine, zugegebenermaßen, etwas glorifizierte Darstellung seiner geglückten Flucht gemeinsam mit seiner geliebten Flora MacDonald. Sie steckte ihn in Frauenkleider, sodass er den britischen Häschern ein halbes Jahr nach der Niederlage der Schotten in Culloden entfliehen konnte. Unglaublich, ja. Unglaublich. Auf den schottischen Thronaspiranten in Verkleidung wäre ich natürlich nie und nimmer gekommen. Das glaube ich. Ja, und tatsächlich deutet er mit ausgestreckter Hand über das Wasser aufs Ufer. Wenn man die Hand gedanklich verlängert, so scheint es, als deute er auf die Ritterrüstung in der Ecke dort. Womit wir auch den Wächter des Tores entdeckt haben dürften. Lassen Sie uns nachsehen, ob wir mit unseren Überlegungen richtig liegen. Moment mal. Hier ist kein Schalter oder Ähnliches. Also, hier ist nichts zu entdecken. Das Visier muss nach oben. Sieh mal einer an. Im Helm der Rüstung ist ein Hebel verborgen. Tatsächlich? Ja, ich werde ihn abnehmen. Dann kommen wir besser heran. Dieses Haus bewohne ich seit meiner Kindheit. Und mir war bis zum heutigen Tage nicht bekannt, was für Geheimnisse dieses Zimmer all die Jahre verborgen hielt. Für Ihren Vater schienen diese Dinge keine Geheimnisse gewesen zu sein. Ich vermute, dass er die Baupläne des Schlosses sehr genau studiert hat. Dann wollen wir sehen, was nun geschieht. Hören Sie mal. Ja. In der Wand hat sich eine Tür geöffnet. Ja. Dahinter scheint ein Gang in die Tiefe zu führen. Dieser Fall nimmt immer fantastischere Züge an. Kommen Sie, verlieren wir keine Zeit. Hurst, treiben Sie ein paar Öllaternen auf. In der Zwischenzeit werden wir uns mit diesem Kronenleuchter begnügen. Ich werde mit den beiden Gentlemen schon vorausgehen. Sie können uns, sobald Sie die Laternen besorgt haben, folgen. Sehr wohl, Sir Thomas. Ich sollte in wenigen Minuten zurück sein. Machen Sie das. Dr. Watson, Sie führen doch sicherlich Zündhölzer bei sich? Sicher, Sir. Ich habe immer welche in meiner Jackentasche. So, das hätten wir also. Von mir aus kann es losgehen. Wunderbar. Sehen wir nach, was uns in der Dunkelheit erwartet. Kaum, dass er diese Worte gesprochen hatte, stürzte sich Holmes in die vor uns liegende Finsternis. Der Tunnel verlief geradeaus und nach unten. Bald verschwanden die gemauerten Wände und machten Platz für einen grob in den Felsen gehauenen Stollen. Immer tiefer stiegen wir hinab. Die Mauerwände verschwanden und der Gang nahm deutlich an Breite zu. Unter der Decke hingen an kunstvoll gewebte Teppiche erinnernde Spinnweben, die sich dort, wo sie mit der Kerze in Berührung kamen, schwarz verfärbten und kräuselten. Nach einigen Metern waren rechts und links von uns Durchgänge in den Fels gehauen. Wir durften uns bereits im Tal befinden. Ja. Wenn mich nicht alles täuscht, war dies hier ein Versteck für die Bewohner des Schlosses und ihr Hab und Gut. In früheren Jahrhunderten war das Schloss sicherlich ein lohnendes Ziel für umherziehende Plünderer. Hier versteckten sich also die Bewohner, bis die Luft rein war. Ja. Und in einer dieser Kammern vermuten Sie diese drei Wunderinstrumente? Um ehrlich zu sein, nein. Ihr Vater wird die Violinen sorgfältig in einem weiteren Versteck am Ende dieses Ganges verborgen haben. Schließlich war er ein Mann, der nur ungern etwas dem Zufall überließ. Gehen wir also weiter und sehen, wohin uns der Tunnel noch führt. Ich habe bereits eine gewisse Ahnung. Sind Sie sicher? Aber natürlich, das muss es sein.
Es kann gar nicht anders. Wie meinen, Sir? Ich verstehe Sie nicht. Hätten Sie die Güte, mich ebenfalls in Kenntnis zu setzen? Pardon, natürlich. Dieser Gang war ein Fluchtweg für den Fall, dass die Burg in Feindeshand gefallen wäre. Er endet direkt unter dem Galgenhaus. Aber ja, ich erinnere mich. Wir haben das Haus auf der Hinfahrt von der Kutsche aus gesehen. Ja, ja, genau. Ein abweisender, bedrohlicher Kasten, wenn Sie mich fragen. Wie auch im Schloss, so wird es dort ebenso eine Verbindung in die oberen Räumlichkeiten geben. Schritt für Schritt kamen wir der Lösung des Rätsels näher. Urplötzlich öffnete sich der Gang zu einer gewaltigen runden Kammer, die jemand in den massiven Stein des Hochlands getrieben hatte. In der Mitte führte eine schmiedeeiserne Treppe, die eindeutig noch nicht allzu lange an diesem Ort stand, in die Höhe. Am Kopf der Kaverne war eine steinerne Tafel in die Wand eingelassen. Ohne die übrige Kammer eines Blickes zu würdigen, gingen wir direkt auf diese zu. Im flackernden Licht der Kerzen nahmen wir die enorme Steintafel in Augenschein. Schauen Sie mal, Holmes. Ja. Hier hat jemand eine Notenfolge in den Stein gemeißelt. Ich sehe. Ja, Sie verstehen doch was davon. Also wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das hier eine Tonleiter. Aha. Alle Noten sind darauf abgebildet. Richtig. Aber zu welchem Zweck? Sie erinnern sich, wonach wir suchen. Wir suchen nach kostbaren Instrumenten, die Ihr Vater hier verborgen hat. Was liegt da näher, als dass ein letztes Rätsel ebenfalls mit Musik in Verbindung steht? Und ich hoffe, Sie werden es so schnell lösen wie die übrigen, damit ich die drei Dieben wieder nach Hause bringen kann. Zurück zu meiner Familie, der sie von ihrem diebischen Vater geraubt wurden. Andernfalls werde ich diese Pistole benutzen müssen. Wer sind Sie? Und wie sind Sie hier hereingekommen? Ach, wer ich bin, spielte keine Rolle. Es sollte genügen, wenn Sie wissen, dass ich die wahren Besitzer der drei Dieben vertrete. Mich in Ihr Haus zu schleichen war einfach. Bei einem so alten Gemäuer findet sich immer eine Tür oder ein vergessener Eingang. Endlich bin ich am Ziel. Die drei Dieben. Ach, drei Violinen, gefertigt von einem Meisterschüler Paganinis. Sie sind von unschätzbarem Wert und Klang. Doch nun haben wir genug geplaudert. Konzentrieren Sie sich jetzt auf dieses Rätsel. Beeilung bitte, bevor ich die Geduld verliere. Andernfalls werde ich den feinen Lord hier erschießen. Niemand muss zu Schaden kommen. Geben Sie uns etwas Zeit und wir werden auch dieses Rätsel lösen. Fangen Sie endlich damit an. Watson, seien Sie doch so freundlich und prüfen Sie, ob sich die Platte bewegen lässt. Kein Problem, das haben wir sofort. So, hier, sie rührt sich keinen Millimeter. Das ist zwecklos. Moment mal, die Noten lassen sich drücken. Sie können in der Steinplatte versenkt werden. Ach, interessant. Gilt dies für alle Noten oder nur für einige bestimmte? Nein, nein, sie können alle in den Stein gedrückt werden. Warten Sie mal, das ist ja interessant. Nach wenigen Sekunden gleiten Sie an Ihren ursprünglichen Platz zurück. Was soll dieses Kinderspiel? Ich will endlich diese Violinen und dann auf dem schnellsten Weg nach Italien zurückkehren. Ich bin schon viel zu lange in diesem verfluchten Land, immer nur Regen, Regen, Regen. Ja, das ist kein Kinderspiel, sondern die letzte noch zu lösende Aufgabe, wenn man in den Besitz der Instrumente gelangen will. Die Lösung muss musikalischer Natur sein. Wir sollten versuchen, mit Hilfe der Noten ein bestimmtes Stück zu spielen. Das könnte der Schlüssel sein. Entschuldigen Sie bitte, Holmes, aber wenn ich Ihren Enthusiasmus etwas dämpfe, haben Sie daran gedacht, wie viele Musikstücke es auf diesem Planeten eigentlich gibt? Tausende und Abertausende, wenn nicht sogar Millionen. Und täglich kommen neue hinzu. Wie sollen wir da erraten, welches Stück Sir Geoffrey durch den Kopf ging, als er dieses Rätsel entworfen hat? Ich fürchte, ich werde Sie nun doch alle erschießen, mit einem Vorschlaghammer zurückkehren und der Sache ein Ende bereiten. Halt! Warten Sie, bevor Sie einen folgenschweren Fehler begehen. Es wird nicht lange dauern, um dahinter zu kommen, welches Stück wir zu spielen haben. Nicht? Ich bin gespannt, wie Sie vorgehen wollen. Beginnen wir damit, was uns bisher an Fakten bekannt ist. Wir suchen drei Instrumente.
allem Anschein nach Violinen, die von einem Meister seines Fachs gefertigt wurden. Exakt. Ja. Versteckt wurden die Instrumente von Sir Geoffrey, einem ausgewiesenen Musikfreund und Kenner. Gehe ich da recht in meiner Annahme, Sir Thomas? Vollkommen. Mein Vater liebte Musik, egal in welcher Form. Deswegen hat er wahrscheinlich auch diese irrsinnige Steintafelkonstruktion anfertigen lassen. Da wir, wie Dr. Watson bereits so zutreffend formulierte, auf der Suche nach mehreren Violinen sind, bin ich mir sicher, dass es ein Stück ist, das speziell für eine Violine komponiert wurde. Sir Geoffrey hätte mit Sicherheit ein Stück gewählt, das zum einen eine große, wie soll ich sagen, Kunstfertigkeit verlangt und ihm aus künstlerischer Hinsicht ansprechend erschien. Das Stück muss also von einem besonderen Könner erdacht worden sein, einem Meister, wenn Sie so wollen. Ja, ich hoffe, Sie wissen, wovon Sie da fasseln. Keine Sorge, ich bin mir sicher, dass es ein Stück von Paganini ist, das diese Steintafel bewegen wird. Vater war ein großer Bewunderer Paganinis. Er hat in Italien mehrere seiner Konzerte besucht. Schön. Aber Sie wissen sicherlich auch beide, dass Paganini ein musikalisches Genie war. Seine Stücke gelten als äußerst kompliziert und können nicht von jedermann gespielt werden. Wir haben keine andere Wahl, Watson. Sir Thomas, gab es eine Komposition, die Ihr Vater besonders schätzte? Oh, die gab es tatsächlich. Opus 10, Carnevale di Venezia. Ja, dann wollen wir es damit versuchen und hoffen, dass wir mit unseren Schlussfolgerungen richtig liegen. Holmes trat entschlossen auf die steinerne Tafel zu. Nach einem kurzen Innehalten legte er seine Hände auf die ersten Noten, holte tief Luft und begann damit, die Tasten im Stein zu versenken. Seine schlanken, filigranen Finger webten auf dem steinernen Noten ein kompliziertes Muster, dem ich bereits nach wenigen Anschlägen nicht mehr zu folgen vermochte. Nachdem wenige Minuten verstrichen waren, in denen niemand ein Wort gesprochen hatte, fand das Spiel ein abruptes Ende. Und es geschah nichts. Und nun? Es ist nichts passiert. Sie haben nur meine Zeit verschwendet. Es reicht. Ich werde Sie erschießen. Sie alle. Nein, das werden Sie nicht. Sie wissen ganz genau, dass Sie dann die Möglichkeit verlieren, das Versteck schnell und ohne Aufsehen zu öffnen. Ich bin in diesem Raum wahrscheinlich der Einzige, der ein Instrument beherrscht. Ja, das mag schon sein. Aber Ihren Freund hier, den brauche ich nicht mehr. Mit ihm werde ich beginnen. Ich hoffe, Sie haben Ihren Frieden mit Gott gemacht. Ich war geschockt. Das sollte das Ende sein. Doch bevor ich einen Ton über meine Lippen bringen konnte, begann es. Ein tiefes Grollen ließ die steinernen Wände vibrieren. Mit einem entsetzlichen Knirschen begann sich die Steinplatte Millimeter für Millimeter zur Seite zu bewegen. Der Blick auf das Vermächtnis von Sir Geoffrey Avener wurde freigegeben. Die Nische hinter der Platte war mit rotem Samt ausgeschlagen. Porca Madonna! Das sind Sie! Darauf ruhten drei von Meisterhand gefertigte Violinen. Drei Instrumente, für die ein unschuldiger Mann sein Leben gelassen hatte. Endlich kann ich zurück in meine Heimat und unsere Familie von der Schande reinwaschen. Hier, nehmen Sie meinen Koffer und legen Sie die Violinen hinein, aber vorsichtig, wenn ich bitten darf. Ich habe wohl keine andere Wahl. Wie? So, nun haben Sie Ihr Ziel erreicht, Sir. Es gibt also keinen Grund mehr, uns länger mit der Waffe zu bedrohen und hier festzuhalten. Haben Sie wirklich geglaubt, ich würde Sie alle einfach so gehen lassen, wenn ich die Violinen habe? Sie narr. Und ich habe gedacht, Sie wären so schlau, auch Ihren Rücken im Auge zu behalten. Und wenn der Gentleman nicht an Ort und Stelle sein Leben verlieren möchte, lässt er nun den Revolver fallen. Hurst, Sie schickt der Himmel. Porca miseria. Fallen lassen, sofort. Ich sage es kein zweites Mal. Ein Butler, der schießen kann, dass ich nicht lache. Auf diese Distanz kann ich Sie gar nicht verfehlen, Mister. Ist ja schon gut. Ich ergebe mich. Ich muss schon sagen, Sie haben ein Gespür für Timing, guter Mann.
Stets zu Diensten. Den Revolver nehme ich lieber an mich, bevor doch noch jemand verletzt wird. Watson, wären Sie so gut, die kostbaren Instrumente sicherzustellen? Aber sehr gerne. Ich schlage vor, wir verlassen diesen düsteren Ort. Die noch ungeklärten Fragen kann uns der zuvorkommende Gentleman hier genauso gut vor einem wärmenden Kaminfeuer beantworten. Ach, Bastardo. Ein ganz vortrefflicher Vorschlag, Mr. Holmes. Hurst, lassen Sie diesen Mann keinesfalls aus den Augen. Sehr wohl, Sir Thomas. Bald befanden wir uns wieder im behaglichen Wohnzimmer von Sir Thomas. Nachdem Hurst den Unbekannten mit der Kordel eines Vorhangs fachmännisch verschnürt hatte, nahmen wir am Kaminfeuer Platz. Ich denke, es ist nun an der Zeit, dass Sie uns einige Fragen beantworten. Spielt es noch eine Rolle, was ich Ihnen erzählen kann? Ich habe versagt. Die drei Dieven sind für immer verloren. Nun, in diesem Punkt kann ich Sie beruhigen. Wenn es Ihrem Auftraggeber gelingt, eindeutig zu beweisen, dass die Violinen ihm gehören, so werden sie ihm selbstverständlich ausgehändigt. Sie müssen sich allerdings für eine Reihe von Verbrechen verantworten. Unter anderem für den Mord an Mr. Dorset. Wahrscheinlich auch für den Mord an einem englischen Handlungsreisenden, den man vor einigen Wochen tot in einem Fernzug im Hafen von Calais aufgefunden hat. Ist das richtig? Ich war mir sicher, dass er die Violine mit dem Hinweis bei sich haben würde. Nur, da war kein Instrument. Interessant. Ich schätze, Ihr Gegenspieler war klüger, als Sie vermutet hatten. Mir gelang es, ihn in seinem Abteil zu überrumpeln. Als er mir die Violine geben sollte, begann er laut zu lachen. Er hörte gar nicht mehr auf zu lachen. Ich begann, ihn zu schlagen. Und er lachte immer noch. Er nannte mich einen Narr, denn die Violine würde auf einem anderen Weg nach England gelangen. Sir Geoffrey habe Anweisungen hinterlassen und diese Situation vorausgesehen. Ich schlug ihn weiter. Er verlor das Bewusstsein und war tot. Was für eine abscheuliche Art zu sterben. Es ist eine Tragödie. Ich habe nicht gewusst, wo die Violine eintreffen würde. Bei dem Toten habe ich auch keine Hinweise gefunden, wo er sie abholen wollte. Meine Mission war gescheitert. Aber dann haben Sie von dieser Versteigerung erfahren, nicht wahr? Und hatten die Hoffnung, dort die Violine zu entdecken. Ich hatte bereits eine Schiffspassage nach Italien gebucht. Als ich zufällig in der Zeitung davon las, ich wollte nichts unversucht lassen, die Violine doch noch in meinen Händen zu halten. Dort sahen Sie, wie Dorset und Rabot die schäbige Violine ersteigerten. Warum haben Sie nicht selbst mitgeboten? Der Mord an Dorset war vollkommen irrsinnig. Ja, ich kam es zu spät. Ich sah nur noch, wie die beiden alten Männer mit der Violine die Versteigerung verließen. Ich folgte ihnen. Als der alte Mann alleine in seiner Wohnung war, sah ich meine Zeit gekommen. Wie sich herausstellte, hatte er bereits damit begonnen, sich über seinen Kauf zu informieren. Aber Sie mussten feststellen, dass Sie wieder zu spät kamen. Dorset hatte die Violine nicht mehr bei sich. Ich habe erfahren, dass der alte Mann einen Dienstboten zu diesem Geigenbauer geschickt hatte. Und wieder kam ich zu spät. Und weil Sie ein vollkommen unbeherrschter Mensch sind, haben Sie erneut rot gesehen und Mr. Dorset totgeschlagen. Zuvor haben Sie ihn gefoltert, um zu erfahren, wo sich die Violine befindet. Ich wollte ihn nicht töten, aber er war ja alt und sehr schwach. Wahrscheinlich war einer meiner Schläge zu hart für ihn. Zu hart für ihn? Zweifellos. Mich würde interessieren, wie Sie davon erfahren haben, dass Sir Geoffrey Ihre Familie bestohlen und die drei Dieven schon vor langer Zeit außer Landes geschafft hatte. Ein ganz dummer Zufall. Es war auf einem Botschaftsempfang. Sir Geoffrey hatte eine Reihe von einflussreichen Männern in seine Villa eingeladen. Darunter auch einen Vertreter meiner Familie, mein Großvater. Sir Geoffrey war betrunken und seine Zunge löste sich. Bastardo. Ich muss doch sehr bitten. Er erzählte seinen Gästen, was für eine große Tat er für die Menschheit in den Wirren der italienischen Vereinigung begangen hatte. Ihm sei es gelungen, Gegenstände von großem kulturellen Wert vor Barbarei und Zerstörung zu bewahren. Allerdings hat er dabei vergessen zu erwähnen, dass er diese Gegenstände von Mittelsmännern stehlen ließ. Ganz genau. Aber es störte ihn nicht weiter. Er war der festen Überzeugung, zum Wohl aller gehandelt zu haben. Kommende Generationen Italiens würden ihm dankbar sein.
Mein Großvater kochte vor Zorn, als er erfuhr, wer unsere Familie bestohlen hatte. Nun ja, eine verständliche Reaktion. Ich kann es immer noch nicht fassen. Warum hat Ihr Großvater Sir Geoffrey nicht direkt nach dem Empfang zur Rede gestellt? Weil wieder einmal das Schicksal seine Finger im Spiel hatte. Am Morgen nach dem Bankett verstarb Sir Geoffrey überraschend an einem Herzinfarkt. Es gab keine Möglichkeit zu erfahren, wohin unser Hab und Gut verschwunden ist. Tja, eine wirklich unglückliche Verkettung von Ereignissen. Was mir noch nicht einleuchten will, ist, wie Sie erfahren haben, dass die Violine mit den Instruktionen nach England geschickt wurde. Ja, einer der Hausangestellten war meiner Familie seit langer Zeit verpflichtet und berichtete uns, dass eine Violine mit wichtiger Botschaft nach England geschickt würde. Dem Diener gelang es, ein Gespräch zwischen dem Boten und dem Nachlassverwalter zu belauschen. Und er wusste dadurch, dass die Botschaft einen Hinweis daraufhin enthielt, wo die drei Dieben verborgen waren. Ja, ja, ich verstehe. Deshalb entsandte man sie, um ihr Eigentum wieder zu beschaffen. Und zwar mit allen Mitteln. Genau so war es. Ich nehme an, Sie arbeiten also im Auftrag der Familie Di Matteo. Woher wissen Sie das? Ich habe es einem Nachschlagewerk über Musikgeschichte entnommen. In ihm war zu lesen, dass Ihre Familie die letzten Besitzer vor den Wirren der italienischen Einigung war. Ja, das stimmt. Was ja auch kein Geheimnis gewesen ist. Tja, damit dürften alle wichtigen Fragen geklärt sein. Signore Di Matteo wartet nunmehr auf seine Verhaftung und seinen Prozess. Folter und Mord an Mr. Mortimer Dorset und der Mord an dem englischen Handlungsreisenden sowie dem Teeverkäufer können ja wohl nicht ungesühnt bleiben. Selbst im Angesicht der drei wiedergefundenen Dieven nicht, um die sich nun wohl ein anderer Vertreter der ehrenwerten Familie Di Matteo kümmern muss. Ja, meine Herren, ein komplizierter Fall, alles in allem, der mit Fingerspitzengefühl behandelt werden muss, denn es gilt, diplomatische Verwicklungen zu vermeiden. Ich werde meine Kontakte zur Downing Street nutzen, damit nichts an die Öffentlichkeit dringt. Ich danke Ihnen. Damit dürfte auch unsere Arbeit hier erledigt sein. Nein, Holmes, da wäre noch etwas. Ach, was könnte noch zu tun sein, Watson? Angeln. Angeln? Richtig. Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass ich nach Schottland reise, ohne die Gelegenheit beim Schopfe zu packen, einige Tage mit der Fliege zu angeln. Ach, Sie immer und Ihre Heringe, das stinkt ja zum Himmel. Lachse, Holmes, Lachse. Na, einen dicken Fisch haben wir doch schon an der Angel. Allerdings. Ach, Waffenkulostron so.